US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow muss sich wegen eines Skiunfalls 2016 in einem zivilrechtlichen Verfahren vor Gericht verantworten. Paltrow war beim Prozessauftakt am Dienstag im Wintersportort Park City anwesend. Der Kläger, ein 76-jähriger pensionierter Augenarzt, behauptet, Paltrow habe ihn bei einer Kollision auf der Skipiste schwer verletzt und bewusstlos zurückgelassen. Er fordert 300.000 Euro Schmerzensgeld. Paltrows Anwalt hat eine Gegenklage eingereicht und behauptet, der Kläger habe den Unfall selbst verursacht und versuche, Reichtum und Berühmtheit seiner Mandantin auszunutzen.